Ich habe keine Ahnung, ob das Game eine Kopie ist. Der lädt sich wieder auf! Hä? Wenn ich jetzt einer der besten Spieler in China jetzt bin. Schau, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Und heute haben wir was ganz Besonderes. Das ist fast genauso besonders wie meine Akkordeon-Skills. Ich kann immer noch nicht mehr als das hier. Aber es reicht ja auch eigentlich, oder, Tobi? Nee. Leute, Tobi und ich haben uns zusammengesetzt und quasi gemeinsam hier etwas gefunden. Wir spielen heute Fortnite China, die chinesische Version von Fortnite. Ihr seht das hier, ich kann natürlich kein Mandarin, also kein Chinesisch. Es ist aber auch gar nicht schlimm, Leute. Wichtig ist nur, dass ich extra einen neuen PC dafür aufgesetzt habe, weil ich keinen Bock habe, dass die chinesische Regierung sämtliche meiner Daten klaut. Ich würde sagen, meine Freunde, wir betreten mal ganz das Game. Hier haben wir einmal das hier, PvP und wahrscheinlich Save the World. Also machen wir PvP, war das richtig? Hier sind wir jetzt in der Fortnite-Lobby. Wie mache ich diese Musik aus? Wo sind die Optionen? Optionen. Bruh. Was? Optionen. Bruh. Nein, Optionen. Carolina und Joel? Hä? Wo kann ich denn hier die Mucke ausmachen? Eine Ewigkeit später. Nein, ich habe keine Outfits. Das ist kein normaler Fortnite-Leiter, oder? Okay, wenn ich ehrlich bin, Leute, ich habe keine Ahnung, ob das Game A eine Kopie ist oder B einfach die chinesische Version von Fortnite ist. Es gibt ein paar richtig krasse Unterschiede. Es gibt irgendwie ein extra Sturmschild und sowas. Danke an der Stelle für den Namen. Wie zum Teufel? Sound? Ist das die Musik? Nope. Ist das die Musik? Nope. Jetzt höre ich gar nichts mehr. Da, das ist die Musik. Maus und Tastatur. Ist das die jetzt die Empfindlichkeit? Ist das die Tasten? Wie belege ich? Wir spielen auf... Ja, ich werde ja schon in-game sehen, welche Tastenbelegung ich mache, ne? Ich würde sagen, wir machen einfach mal ready. Und falls ihr Bock habt, meinen Creator-Code für Fortnite China zu benutzen, Leute, der ist Revinzeit. Ich glaube nicht, dass der funktioniert. Jedenfalls gibt es irgendwie extra ein Sturmschild und so weiter und so fort. Es ist die gleiche Map, es ist nicht das gleiche Spiel auf Chinesisch, sondern es gibt ein paar Dinge, die es nicht in diesem Spiel hier gibt. Beispielsweise haben Waffen komplett andere Attribute. Ich weiß nach wie vor immer noch nicht, was hier abgeht. Ihr seht hier auch schon hier unten, da. Oh, auf C habe ich meine Treppe. Auf X den Boden und auf Z die Wand. Bisschen umständlich ist es, aber ich glaube, da komme ich mit klar. Okay, Autosprint ist an der Stelle. Eins. Ah ja, okay, gut. Und wir können eigentlich direkt loslegen. Okay, wir sind im Battlebus, meine Freunde. Das ist Fortnite China, die gleiche Map, die wir auch bei Fortnite normal haben. Und da wir Fortnite China spielen, gehen wir natürlich hier runter in diese Stadt. Macht überhaupt keinen Sinn, es hat damit überhaupt nichts zu tun. Wir gehen trotzdem raus, okay. Wir haben noch unter der Lebensleiste und der Schildleiste eine extra Leiste. What? Das ist diese Änderung, die ich gerade angesprochen habe. Ich habe das Game immer nicht verstanden. Wieso? Ich bin richtig beschissen geflogen, oder? Nein, weil viele wissen es nicht. In diesem Haus hier gibt es den krassesten Stuff. Oh mein Gott, ich habe ganz vergessen. Wir spielen hier auf einem chinesischen Server. Wir spielen hier auf einem China-Server, Leute. Das heißt, ich werde ungefähr mit einem 40.000... Alter. Mit einem 40.000er Ping hier spielen. Wo sehe ich meinen Ping? Ich habe da oben nur drei Balken, dass ich keine Verbindung habe. So viel dazu an der Stelle. Okay, gut. Wir öffnen die Kiste und finden eine Sniper. Das ist doch schon mal ganz geil. Hier unten wird doch schon geschossen, Leute. Ich würde sagen, wir snipen direkt mal rein, oder? Also das sollte doch... Ist das jetzt wie beim Fortnite normal eine Bot-Runde oder sind das hier echte Gegner? Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist die Grafik hier ziemlich matschig. Also irgendwie... Die sieht irgendwie anders aus als beim normalen, oder? Oh, hier. Oh, oh. Gegner! Ja! Ja! Okay, entweder chinesische Spieler sind so schlecht oder das war wirklich ein Bot. Ich kann es nicht sagen. Wie zum Teufel? Ah ja, okay. Gut. Wir... Okay. Würde halt gerne die Tastaturbelegung umstellen, Leute. Aber ich habe absolut kein... Ich spreche halt nur mal kein Chinesisch. Was soll ich machen, Leute? Also eigentlich an sich... Top Game. Wirklich, macht Spaß. Also kann man nicht anders sagen. Ist super. Also ganz ehrlich, ich bin ja mal komplett lost hier. Ich bin ja mal komplett raus. Wir bauen das Bett ab. Okay, danke dafür an der Stelle. Ich hätte gerne eine Shotgun oder sowas. Das wäre natürlich jetzt maximal geil. Und eigentlich würde ich gerne Gegner töten und zeigen, Leute, wie krass ich in Fortnite meine 90s flexen kann. Mit der Tastenbelegung, mit dem Ping sollte das auf jeden Fall möglich sein. Ich glaube, ich höre hier einen Gegner. Nein, ich höre, ich glaube nicht nur, ich weiß, dass hier einer ist. Aber wo ist er? Sind chinesische Spieler so schlecht oder sind das Bots? Ich kann es euch nicht sagen. Oh, oh, das ist, glaube ich, ein echter Spieler. Der hittet anders, der hittet anders. Okay, Achtung, Ramp. Und jetzt auf 4. Sniper. Das sind ja mehrere. Hilfe! Ah ja, reden wir drüber? Ich glaube nicht. Leute, es ist unglaublich, auf diesem hier zu spielen. Das ist wirklich insane. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Please let me alive! Vielleicht kann ich ja in der WM in China einfach abräumen, Leute. Ich weiß es nicht. Irgendwie ist das hier eine ganz weirde Nummer. Es ist eine ganz, ganz weirde Nummer. Ich bin ehrlich, Leute, ich bin gerade maximal überfordert und ich weiß, ich habe Fortnite auch selber jetzt seit gefühlt 20 Jahren nicht mehr gespielt. Aber das Game, Leute, das ist es für mich. Das ist für mich das Game. Das ist für mich das beste Game der Welt. Kann man nicht anders sagen. Haben eigentlich alles soweit und könnten jetzt theoretisch easy das Game holen, oder? Also, ich bin auf jeden Fall ready, das mit Trimax mal auszuprobieren hier, Leute. Bis dato, ich würde halt gern wissen, was diese andere Anzeige da unten, was ist denn das? Ich meine... Da ist ja noch so ein zweiter Balken. Das hat man ja beim normalen Fortnite nicht. Was ist das für ein Game? Okay, wir nutzen mal den Bruder hier nochmal. Komm.
Okay. Ja. Okay. Ja, alles klar. Wenn John das will, er kann gerne sein 1 gegen 1 jetzt hier in Fortnite China haben. Das ist kein Problem. Ich bin ehrlich, irgendwie habe ich Fortnite vermisst. Ich glaube, ich sollte zwischendurch noch mal ein bisschen öfter spielen. Wir warten auf die nächste Zone, meine Freunde. Ich glaube, das hat irgendwas mit Zonenschaden zu tun, dieser neue Balken da unten. Ich glaube, das Spiel ist so konzipiert, dass man zusätzlich zu seinen beiden Lebenspunkten... Jetzt ist meine Verbindung da oben ganz weg. Ich habe nicht mal mehr gelbes Symbol. Angeblich bin ich gerade offline. Angeblich ist es so, dass dieser Zonenschaden gar nicht existiert. Das heißt, man hat quasi gar nicht die Möglichkeit, an der Zone zu verrecken. Was irgendwie das ganze Spiel dann doch irgendwie wieder komplett useless macht. Aber okay, es ist wirklich insane. Also wenn ich das gewinne, Leute, das wäre das Unfairste überhaupt. Kann mir jemand sagen, oh, aus dem Wasser raus. Ja, nice try an der Stelle, Bro, würde ich sagen. Das war's dann. Krass wie und je mit der Sniper, ne? Ihr seht es wahrscheinlich. Ich sehe gar nichts. Verstehe überhaupt nicht, was hier abgeht. Ich würde gerne diese Sprache sprechen. Danke. Ich habe das Gefühl, das wäre das Spiel deutlich einfacher, damit man einfach Erfolgserlebnis hat. Ich kann es nicht genau sagen, keine Ahnung. Viele Leute wissen wahrscheinlich gar nicht, Epic Games Spiel ist ja auch, glaube ich, zumindest Epic Games hat mit Tencent, glaube ich, gehören auch Teile von Epic Games. Auf jeden Fall sieht es für mich so aus, als wäre das doch ein offiziell lizenziertes Produkt hier. Aber es kann auch sein, dass einfach China das Ding nachgemacht hat, ich weiß es nicht. Jedenfalls ist es ein Top-Game und ich bin extrem froh, dass ich das hier spielen darf, wirklich. Und nein, Leute, den Download-Link gibt es nicht in der Beschreibung und Installation. Tobi, wie war's? Es war die Hölle, es war einfach die Hölle. Moment mal, das war ein anderes Model. Das war ein anderes Model. Die Badewanne hat ein anderes Model. Und hier gibt es ganz viel Klopapier. Chinesen scheinen mehr auf Klo zu gehen als wir. Weiß jetzt nicht, ob ich der krasseste Spieler der Welt bin, aber ich glaube schon. Ich würde halt, wie gesagt, gerne meine Tastenbelegung ändern, aber das passt schon. Wie viele sind das? Ah, so viele. Okay, das kann ich ganz gut erkennen. Dann nehme ich die doch mit. Kann ich jetzt in der Zone einfach stehen bleiben? Ich bin hier drin. Ich krieg keinen Schaden in der Zone! Fortnite China! Oh. Was ist das für ein Game? Ah. Hier, mein Balken geht weg, aber ich krieg keinen Schaden! Wenn der weg ist, kriegst du vielleicht Schaden oder so? Ja, natürlich krieg ich dann ja Schaden, aber das macht ja gar keinen Sinn! Das ist ja irgendwie dumm. Das ist ja übel dumm! Dann ist die Zone an sich ja komplett useless! Lädt der Balken sich wieder auf? Der lädt sich wieder auf! Warum sollte man dann... Dann kann ich ja einfach voll lange außerhalb der Zone spielen! Das ist ja... Warte, meinst du, ich bin jetzt insta-dead? Aus der Zone raus battlen? Das Spiel ist echt easy, Leute. Das Spiel ist echt easy. Kriege ich jetzt Schaden oder nicht? Bin ich jetzt direkt tot oder nicht? Ich meine... Hey! Hey! Was ist das für ein System? Perfekt, ich würde sagen, wir drücken Ming Pao und spielen noch eine Runde. Alter, hier sehen wir auf jeden Fall die zwei Top-Kontrahenten aus China. Einmal den einen mit chinesischen Zeichen, einmal den anderen mit chinesischen Zeichen. Die hier gerade wirklich ein krasses Battle liefern, meine Freunde. Darauf erstmal eine dicke Jause. Fortnite China ist cool. Das macht ganz viel Spaß. Wir spielen jetzt den ganzen lieben langen Tag. Ich muss kotzen. War auf jeden Fall ganz nice. Jetzt wissen wir, wofür dieser Balken da ist. Anstatt dass das Leben dann runtertickt, gibt es einen zusätzlichen Zonenschaden-Indicator, den man auch nicht gegenheilen kann. Das heißt... Die Zone ist so ziemlich das Dümmste, was es gibt in diesem Game. Die Zone ist tatsächlich wieder bei mir. Okay, Leute, dieses Game ist rigged. Ich glaube, hier gewinnt einfach jeder, der spielt. Ah ja, da. Nani? Gut, das war's dann mit dem Kollegen. Bro. Wo, also, wenn du halt, also, hinschießt, dann... Ne, ist nicht so wichtig. Passt. Könnt mir vorstellen, Leute, die WM 2022 in Fortnite China mitzuspielen. Also, wenn ich jetzt einer der besten Spieler in China jetzt bin, stell dir das mal vor, Leute. Stell dir mal vor, ich bin jetzt einfach im Ranking ganz oben. Ich finde, sie müssten die europäischen Server noch ein bisschen ändern bei Fortnite China. Die scheinen nicht ganz so gut ausgelastet zu sein. Vielleicht wollen sie das Europäer das Spiel gar nicht spielen. Kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen, weil China ja eigentlich ein sehr weltoffenes Land ist und gerne die Kommunikation ihrer Staatsbürger mit anderen Nationen zulässt. Soll ich den Mund halten? Du redest vom falschen Land. Oh. Ja, Leute, also das wird auf jeden Fall hier eine 20-Bomb. Das sollte klar sein. Da sehe ich mich, Leute. Da sehe ich mich. Bap, 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 bap. Also der war wirklich krank gut. Das war einer, glaube ich, Tifu. Es wird ein Win, ich sehe das, Mann. Die Build-Battles hier sind halt echt immer intens. Ihr seht, dass man wastet immer unglaublich viele Mats. Also bis man hier Highground hat, Leute, muss man drei Rampen bauen. Das ist echt insane. Ja, ansonsten, ich weiß es nicht. Vielleicht ist das sogar so ein Spiel, wo Trimax sogar den ersten Win holen könnte. Man weiß es nicht, Leute, man weiß es nicht. Was? Ich bin mir sicher, dass man im normalen Fortnite nicht so hoch springt. Ich musste Chinesisch können, damit ich dieses Spiel starten muss. Jetzt gehört, Leute. Ich wollte irgendwas eingeben. Auf einmal lockt mich das Spiel automatisch ein. Gruselig, oder? Es ist 10er, dass ich in einem Monat eine Rechnung von 1000 Euro auf dem Handy habe. Wieso springt man hier überall so überdimensional hoch?
Das war einer der besseren Gegner. Das Auto gibt's bei Fortnite normal auch nicht. Vielleicht schon. Vielleicht weiß ich es auch gar nicht, weil ich lange kein Fortnite mehr gespielt habe. Halt doch das Maul. Das ist halt das Ding, es sieht halt einfach 1:1 so aus. Also ich merke keinen Unterschied. Abgesehen von dieser unglaublich störenden Leiste und einer komplett anderen Sprache, die ich nicht verstehe, aber... Guck mal das Delay, wenn ich eine Waffe ziehe. Ich drücke jetzt. Guck mal, Norden und Süden. Ja, ja, das ist ja das Zeichen für Norden und das ist ja... Der ist da vorne Richtung 270 Kreis, Pfeile, Strich. Da ist der. Hier müsste Trimax irgendwo sein in dem Feld. Okay, Tobi, jetzt geht's los. Boah, gelasert, Alter. Boah, 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 boah. Ja! Insane stark gespielt. Konzentration, Leute. Auch wenn es Bots sind. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Vielleicht sind einfach chinesische Spieler einfach nur generell schlecht in dem Game. Okay, komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Wow! Ehre genommen! Leute, ich bin zu krass in dem Spiel. Also ich bin wirklich der krasse Spieler. Und ich werde sehen, wie wieder alle YouTuber in Deutschland dieses Video nachmachen werden. Und wie sie alle versuchen werden, Fortnite chinesisch zu installieren. Und sie werden es nicht hinbekommen. Und dann werden sie mich nerven. Lasst mich in Ruhe, ich sag's jetzt schon. Leute, es ist Tifu. Es ist der chinesische Tifu. Achtung! Es ist Tifong. Yeah. Wir haben nur eine Möglichkeit, Leute. Gotcha. Boah. Mehr können wir gegen Tifong nicht machen. Boah, das war jetzt echt schon knapp. Der hat mir wirklich 50 Leben abgezogen. Tobi, kannst du meine Mutter FaceTime? Warum? Wegen dem Win, wenn ich ihn hole. Raketenwerfer auf Anschlag. Einer. Ich will hier raus! Ha! Outplayed, Mann! Boom! Outplayed! Outplayed! Der hat gedacht, ich wäre ein Strohhaufen, aber ich war kein Strohhaufen. Tifu. Stell mich ein als Coach, Alter. Oh, Leute. Alles ist nicht in Nebel gehüllt. Jetzt wird's ganz böse. Standard-Skill-Musik. Wo ist sie? Da vorne wird gesniped. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht, Leute. Nicht in meinem Game hier, Alter. Verdammt nochmal. Ich bin Rekordhalter, Leute. Ich bin Rekordhalter in diesem Spiel, okay? Da vorne. Da vorne sind sie. Mashallah, Junge. Ich werde ausrasten. Ganz entspannte Basis. 17 Kills hier, Leute. Das ist drin. Das ist drin. Der sieht uns. Der sieht uns nicht. Der sieht uns nicht. Boom, Junge! Ehre genommen! Ja, Mann! Oh mein Gott! Jetzt noch! Oh mein Gott, Leute! Heftig! Okay, Leute, wo ist der Letzte? Wo ist der Letzte? Wo ist der Letzte? Komm schon! Okay, Leute, schön jetzt mit der Skar drauf! Wow! Wow, Leute! Victory Royal! Victory Royal, Alter! Leute! Victory Royal! Leute, Fortnite China! Krankes Game, Alter. Krankes Game. Also bin ich wirklich echt überzeugt von. Großer Fan, Leute. Ich werde sie wieder spielen. Das war's von diesem wunderschönen Video. Wenn ihr wollt, dass ich Fortnite Japan ausprobiere oder Fortnite Afrika. Gibt's das? Bestimmt. Bestimmt. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da, Leute. Oh ja, yeah. Guck, was wir bekommen haben. Ihr wisst Bescheid, meine Freunde. In dem Sinne. Macht's gut, haut da rein und viel Spaß beim Installiert's euch nicht.